Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Immer wieder passieren Unfälle, weil Fußgänger oder Radfahrer zu dunkel gekleidet sind. Armin Kaltenecker vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Warum ist es jetzt gerade so, dass wegen dunkler Kleidung sehr viele Unfälle passieren? Wir sind jetzt noch in der dunklen Jahreszeit. Da haben Autofahrer oft das Problem, Radfahrer und Fußgänger rechtzeitig zu erkennen. Warum? Weil das menschliche Auge in der Nacht sehr wenig leistungsfähig ist. Die Fähigkeit, Objekte zu erkennen, nimmt um bis zu 80% ab. Das heißt, das ist wirklich deutlich reduziert. Man kann das nicht mit Tagesbedingungen vergleichen. Wenn jemand schlecht gekleidet ist, das heißt dunkel gekleidet ist, erkennt man den nur mehr aus 25 Meter Entfernung. Nur zur Information, Sie haben 30 Meter Anhalteweg bei 50 km/h und über 100 Meter Anhalteweg bei 100 km/h. Ja, also das ist natürlich viel zu spät, wenn ich jemanden erst aus 25 Meter Entfernung erkenne. Was ist Ihr Rat an Autofahrer bei schlechter Sicht? Ganz wichtig für Autofahrer. Sie sind verantwortlich, dass solche Unfälle nicht passieren, denn Sie müssen auf Sicht fahren. Das heißt, wenn es dunkel ist, langsamer fahren, wenn es neblig ist, noch langsamer fahren. Sie sind eigentlich verantwortlich. Natürlich können Fußgänger ihren Beitrag leisten durch gute Bekleidung und Reflektoren, aber der Autofahrer ist verantwortlich. Was kann er machen? Wirklich schauen, welche Sichtweite habe ich mit meinem Licht? Habe ich Ablendlicht oder Fernlicht? Was sehe ich? Und die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Und besondere Vorsicht am rechten Fahrbahnrand, weil von dort könnten Personen kommen oder dort könnte ein Radfahrer fahren, den sie überholen. Am linken Fahrbahnrand, also am gegenüberliegenden, der ist etwas weiter entfernt von Ihnen, auch auf den achten könnten auch Fußgänger gehen. Wie kann sich denn ein Fußgänger oder eine Fußgängerin besser sichtbar machen? Zum einen besondere Vorsicht beim Queren der Fahrbahn. Einfach damit rechnen, dass Autofahrer vielleicht zu schnell unterwegs sind und diesen Bremsweg nicht mehr einhalten können. Möge auch der Fußgänger im Recht sein, er zieht den Kürzeren und ist schwer verletzt danach. Ja, das heißt, größere Vorsicht und ein Übermaß an Rücksicht. Zum anderen vielleicht helle Kleidung verwenden, ein Mindestmaß an Reflektoren, das muss nicht unattraktiv sein. Das können in Sportbekleidung ganz tolle Dinge sein, bei Kindern ist es ganz leicht, da kann man nette Accessoires finden. Auf Taschen ist das sowieso schon fast immer oben, beim Kauf solcher Produkte, Schultasche, Koffer, Rucksack und dergleichen, Wanderjacke, darauf achten. Die meisten haben schon Reflektoren und in der Regel ist das auch vom Design sehr attraktiv. Das heißt, hier kann man wirklich viel beitragen. Und wenn Sie auf Freilandstraßen gehen, wo Sie keinen Gehsteig haben, bitte die linke Seite verwenden. Da sieht Sie der Autofahrer besser. Jetzt ist es so, dass reflektierende Kleidung die Unfallwahrscheinlichkeit um 50% senken kann. Warum nochmal ganz konkret ist das so? Durch reflektierende Kleidung kann der Autofahrer den Fußgänger deutlich früher sehen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so viel früher, dass er noch sicher anhalten kann. Also das vervielfacht sich. Ja. Diese Reflektoren sind sehr sensibel und fangen auch feines Licht ab und strahlen es extrem stark zurück. Ja. Das heißt, das ist nicht nur ein kleiner Sicherheitsgewinn. Ich erhöhe meine Sicherheit ums Dreifache und mehr, weil die Sichtweite des Autofahrers sich so verbessert. Live-Radio. Top-Thema, der Podcast.